Hallo Gerd. Ja, da sind wir wieder. Beim letzten Mal haben wir euch den California Twirl gezeigt. Und jetzt wollen wir euch zwei weitere Platzwechsel zeigen. Nämlich den Boxenet und den Boxeflieg. Aber nicht Fliege. Nein, nicht Fliege. Wir nehmen uns schon mal die Hände, die waren beim California Twirl, die nehmen wir schon mal weg. Beim Boxenet nehmen wir beide die rechte Hand. Wir stehen uns gegenüber. In dieser Position wird es nicht so gelingen, aber gegenüber können wir einen Platzwechsel machen. Und bitte achtet so ein bisschen auf eure Hände. Wir zählen wieder bis vier mit einzelnen Schritten, mit Wechselschritten oder mit 1, 2 Wechselschritten. Aber achtet mal auf die Hände. Wenn ihr die zu fest haltet, dann gibt es Probleme. Wir gehen mal einfach rüber und halten die Hand mal unnötig fest. Hier spätestens ab der Händesalat. Ganz wichtig, die Hände schön ineinander gleiten lassen. Ja. Die Hände müssen spielen. Ja. Und dann funktioniert auch gut die Drehung. Genau, das zeigen wir auch mal. Ich gehe mit dem rechten Fuß mal, die Dame auch. Natürlich gibt es auch, wo der Mann mit links, Dame rechts oder umgedreht geht. Aber wir machen mal beide mit rechts und werden mal versuchen, die Hände ganz locker miteinander drehen zu lassen, damit wir am Ende auch locker wieder auskommen. Und 1, 2, 3, 4. Oh, das war ganz leicht. Machen wir es nochmal zurück. 1, 2, 3, 4. Jetzt habe ich gleich deine Frisur mitgemacht. Bitte Hände, liebe Männer, nicht so flach halten die Hand. Wir machen einmal Herr linker Fuß, Dame rechter Fuß. 1, 2, 3, 4. Und natürlich geht das auch mit Wechselschritten. Das machen wir jetzt auch mal. 1, 2, 3 und 4. 1, 2, 3 und 4. So, mit dem rechten oder linken Fuß wissen wir schon, ist relativ egal, kommt darauf an, was anschließend noch im Tanz vorkommt. Kommen da Boxen vor, macht es Sinn, wenn der Herr mit links und die Dame mit rechts anfängt. So, das war der Boxenet und der Gegenpart ist Boxeflieg. Genau. Beide nehmen die linke Hand und diesmal dreht die Dame unter dem linken Arm des Herrn durch. Mit den Füßen können wir das gleiche Spiel machen. Herr rechts oder links oder je nachdem, was im Tanz vorkommt. Und die Dame rechts, aber auch da gibt es eine andere Variante, je nachdem, was wir machen, dass die Dame auch mit links anfangen kann. Machen wir mal beide. Rechter Fuß zunächst und 1, 2, 3, 4. Mit den Händen wird euch ein bisschen ungewöhnlich vorkommen, aber ihr müsst auch hier locker lassen, über dem Kopf drehen, damit ihr keinen Händesalat bekommt. Gehen nochmal zurück. Ich gehe mal mit dem linken Fuß zurück und die Dame mit dem rechten. Unter dem linken Arm Hand schön hochheben. 1, 2, 3, 4. Und dann seid ihr wieder schön in der Hand drin. Wir machen das einmal mit Wechselschritten. 1, 2, 3 und 4. Hin und zurück. Ich nehme den rechten Fuß und die Dame auch. 1, 2, 3 und 4. So, und das können wir auch mit dem linken Fuß machen, der Herr und die Dame mit dem rechten Fuß. 1, 2, 3 und 4. Und wenn ihr wollt, machen wir gleich noch die Variante mit 1, 2, 3 und 4. 1, 2, 3 und 4 und zurück vielleicht. 1, 2, 3 und 4. Ja, und das war die andere Variante. Wir haben also einmal rechts, Boxenet,
Machen wir noch einmal mit dem rechten Fuß einfach 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 und boxe flieh unter den linken Arm durch. 1, 2, 3, 4. Da habt ihr die drei Varianten. Und die nächste, die werden wir euch bald zeigen im nächsten Film. Erstmal üben und nicht die Hände verknuddeln. Schön locker lassen, ne? Schön locker lassen, alles klar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.